Warum feiern wir Ostern? Um Ostern zu verstehen, muss man zuerst die astronomische Tag- und Nachtgleiche verstehen. Denn Ostern ist ein astrosolares Fest. Seit Anbeginn der Zeit geht die Sonne im Osten auf und im Westen unter. Dank der Sommer- und Winterzeit geht die Sonne nicht immer direkt im Osten auf. Dieser Punkt des Sonnenaufgangs verschiebt sich abhängig der Jahreszeit. Im Winter sind die Nächte länger und im Sommer kürzer. Zwischen diesen beiden Extremen ist die Tag- und Nachtgleiche. Tag und Nacht sind gleich lang. Und dieses astronomische Ereignis ist die Grundlage, um das Osterfest zu bestimmen. Das Besondere an der Tag- und Nachtgleiche will ich in diesem Video erklären. Am besten sieht man dieses Phänomen an einer Struktur, die direkt nach Osten ausgerichtet ist. Der große Sphinx schaut mit seinem starren Blick direkt in die östliche Kompassrichtung. Sogar Archäologen erkannten die Ausrichtung zum Frühlingspunkt, wenn die Sonne direkt im Osten aufgeht. Was an der Ostrichtung so wichtig war, wurde nicht enträtselt. Der fehlende Hinweis lieferte ein hebräischer Feueraltar, der sich zwischen den Pranken des Sphinx befindet. Studiert man die Funktion des Altars, erkennt man den astronomischen Kontext, was auch erklären kann, warum der Sphinx einen Löwenkörper besitzt. Die vier Hörner symbolisieren die vier Ecken der Welt. Somit zeigen die vier Quadranten auf die vier Konstellationen im Tierkreis. Die vier Himmelsrichtungen quadriert diese Halbkugel. Wenden wir Platons Lehre an, wäre die fünfte Himmelsrichtung der Dodekaeder mit seinen 12 Flächen. Das brennende Räucherwerk symbolisiert die fünfte Himmelsrichtung, weil der Rauch nach oben steigt. Um die Tag- und Nachtgleiche besser verstehen zu können, wird der Horizont zum Teleskop. Damit kann man den Punkt des Sonnenaufgangs am Horizont verfolgen, innerhalb eines Jahres. Das wäre der Sonnenaufgang zur Wintersonnenwende, die Weihnachtszeit. Das Maximum, wo die Nächte länger sind als die Tage. 6 Monate später haben wir die Sommersonnenwende, das Gegenteil der Wintersonnenwende. Der längste Tag und die kürzeste Nacht des Jahres. Danach wandert der Aufgangspunkt zurück zur Wintersonnenwende. Und ein Jahreszyklus ist vollendet. Und das neue Jahr beginnt. Im Juni ist der längste Tag des Jahres. Der Gegenpol zu Weihnachten. Der Mittelpunkt dieser zwei Extremen wäre ein Sonnenaufgang exakt im Osten. Das ist der Moment der Tag- und Nachtgleiche. Tag und Nacht sind gleich lang. Die Blickrichtung des Sphinx. Und dieser Moment ist ganz besonders, denn jeder Mensch sieht einen Sonnenaufgang direkt in der Ostrichtung. Ob Nordhalbkugel oder Südhalbkugel. Ein perfekter Moment, um universelle astronomische Berechnungen anzustellen, die jeder Mensch auf dem Planeten nachvollziehen kann. Ein ultimativer Beweis, dass die Sonne sehr, sehr weit entfernt ist. Alle Menschen auf dem Erdkreis erkennen, dass die Sonne direkt im Osten aufgeht. Nicht so, wie Flacherdler behaupten. Und hier kommen die 12 Konstellationen des Tierkreises wieder ins Spiel. Der Zodiac ist ein Uhrwerk für die Tag- und Nachtgleiche. Kurz bevor die Sonne aufgeht, sieht man eine der 12 Konstellationen am Horizont, bevor die Sonne aufgeht. Deshalb sind wir im Zeitalter der Fische, weil sich die Sonne im Sternbild der Fische befindet. Und dank des dritten Rotationszyklus der Erde wird jede der 12 Konstellationen irgendwann der Frühlingspunkt zu Tag- und Nachtgleiche. 2022 ist es die Konstellation Fische, deshalb befinden wir uns im Zeitalter der Fische. Und so wird Ostern berechnet. Im Konzil von Nicea wurde bestimmt, dass ab dem Frühlingspunkt auf den kommenden Vollmond gewartet wird. Der darauffolgende Sonntag wäre Ostern. Somit ist Ostern ein astrosolares Festival. Das bedeutet, nach der Frühlingstag- und Nachtgleiche folgt immer in den kommenden Tagen ein Vollmond. Weil Erde, Sonne und Mond eine Linie bilden. Und wenn er gesichert wird, ist der kommende Sonntag das Osterfest. Muslime feiern kein Ostern, aber sie verwenden ebenfalls den Mond für ihren religiösen Kalender. Kehren wir zurück zum Frühlingspunkt.
Dieser Tag war den Menschen in der Antike so wichtig, dass die große Pyramide, das große Uhrwerk, diese zwei Punkte im Orbit mit einem Schattenspiel darstellen sollte. Die große Pyramide visualisiert diese astronomische Ausrichtung. Für alle sichtbar. Himmel und Erde sind ausgerichtet. Die Rotationsachse der Erde ist im rechten Winkel zur Sonneneinstrahlung. Dank der Architektur der großen Pyramide weiß jeder Beobachter, dass bald die Sommer- oder Winterzeit beginnt. Das Nowruz-Festival ist ein Überbleibsel dieses astronomischen Ereignisses. Es findet am selben Tag statt, wenn die große Pyramide ihr Schattenspiel macht. Traditionell wird an diesem Tag Baklava serviert. Das Gebäck symbolisiert ebenfalls die vier Quadranten der Welt. Genau wie die große Pyramide. Das könnte natürlich ein lustiger Zufall sein, aber vier Wochen davor werden jeweils die vier alchemistischen Elemente zelebriert, bis zum finalen Nowruz-Tag. Die erste Woche steht symbolisch für Wasser. Die zweite Woche für Feuer. Die dritte Woche für Erde. Und die vierte Woche für Luft. Und das letzte Element steht für die Zeit. Der Dodekaeder. Alchemie bedeutet nichts anderes als die Lehre aus Ägypten. Offiziell heißt es, dass das Nowruz-Festival eine 3000 Jahre alte Tradition ist. Die große Pyramide ist mindestens 5000 Jahre alt. Zufall? Ich verweise auf das erste euklidische Gesetz. Was demselben gleich ist, ist auch einander gleich. Die große Pyramide symbolisiert die vier Quadranten der Welt, genauso wie die vier Elemente des Nowruz-Festival. Die Quintessenz, das fünfte Element, wäre die Zeit. Im Jahre 2009 nahm die UNESCO den Nowruz-Tag in die Liste der Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit auf. Die Vereinten Nationen loben dieses Festival, weil es Frieden und Solidarität fördert, unabhängig von Kultur, Religion oder Ländergrenzen.